Audite! An alle Bewohner und Besucher Roms! Bitte achtet auf der Abfall des Mauerwerks in der Nähe von Gebäuden! So, da vorne ist es ja. Hier ist. Ach, ich glaube, der wird automatisch eröffnet. Ach, da ist es. Genau hier. Und ich denke, jetzt machen wir mal zum ersten Mal eine Hauptmission jetzt. Keine Ahnung, in welchem Part das ist. Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Salve. Wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solare ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto! Aiuto! Madonna Solare! Lucia! Wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler, Misere. Bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Schwere Verhandlungen. Das nötige Geld abliefern, um die Besitzerin der Rosa in Fiore, aus den Händen der Sklavenhändler zu befreien. Für die Synchronisation nicht schwimmen. Ob das möglich ist, ist die Frage. Und da wir schon das nötige Geld haben, um 2500, nämlich das Lösegeld. Weil sonst müsste man jetzt das irgendwie suchen gehen, beziehungsweise das erklauen. Aber wir müssen... Jetzt einfach nur dahin gehen. Ich glaube, ich muss über die Brücke. War kein jetzt, kein Muss, beziehungsweise ich habe ja keinen Zeitdruck. Ich darf nur nicht schwimmen. Borgia Stiefelecker! So. Ha, gute Vorstellung. Sieht fast echt aus. Ich freue mich, dass alles nur. Das träumst du nur. Das träumst du nur, mein Freund. So, sind wir endlich da mal. Also, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es so lange gedauert hat, bis ich dahin. Seid ihr wegen der Hure hier? Aiutatemi! Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen! Nein! Wendet euch an Cesare! Okay. Ihr habt es so gewollt. Nehmen wir hier mein kleines Messer. Ja, habt ihr ein Problem? So, jetzt durchsuche ich nochmal alle. Dürfte ich nicht mit mir anlegen. So. Die haben nämlich auch viele schöne Sachen dabei, diese Räuber oder was auch immer das sind.
Also immer schön, habe ich jetzt alle? Ja, ich denke, ich habe alle. Aber hier ist auch ein Borgia-Turm oder Banner, Borgia-Turm. Den hätte noch machen können, aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich habe jetzt schon drei gemacht. Also so denke ich, reicht das auch erstmal. Zumindest für diese Aufnahmesession. Oben ist ein Schatz, glaube ich. Deswegen werden wir, glaube ich, den mal machen. So. Plündern wir mal den Schatz hier. 414 Florin und wir haben schon 8000. Oh, meine Güte, das wird ja immer besser. Wird ja schon immer besser. Irgendwie habe ich mehr, als ich gedacht hätte, das am Anfang zu haben. Genau, über die Brücke muss ich nämlich. So, jetzt sind es noch 130 Meter. Der Malaria im Campo Marzio. Wurden die Restaurationen... So. Wir sind da, meine Freunde. Ich weiß, hier ist auch noch ein Cluster, aber wir machen erstmal die Mission zu Ende. Mutter? Schwester? Ezio, Sir Machiavelli sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein, oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Merda. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere, wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tu's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia, bist du ganz allein. Ich war die letzten 20 Jahre allein. Bene. Ich plane, das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Caterina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen. Ezio, ganz ruhig. Claudia. Das ist Claudia, das ist keine... Daher gelaufen, ey. So, wir renovieren das jetzt. 2500. So. Fügen die Kurtisanen über eine markante Präsenz in Rom, was ihnen beim Kampf gegen die Borgia zugutekommt. Ausbauen, bitte. Ein Vergnügen, bis zum nächsten Mal. Kein Problem. Willkommen in der Rosa in Fiore.
Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Katharina gefunden? Wir arbeiten daran. Bene. Besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. Prozent haben wir es geschafft. Endlich. Super. Aber wir könnten vielleicht noch kurz gucken, was los ist. Was die... Egal. Mit Maria reden, um Aufträge der Kurtisanen zu erhalten. Dann sprechen wir mit ihr. Buongiorno, Mutter. Ezio, schön, dass du kommst. Was beunruhigt die Dirnen? Die ehemalige Besitzerin Madonna Solari war eine Betrügerin. Wir entdeckten Verbindungen zur Kirche. Schlimmer noch, einige unserer Dirnen schlafen immer noch mit dem Feind. Ich spüre sie auf. Besuch Dirnen, denen ich traue. Sie helfen dir. Grazie, Ezio.